50 Lehrerinnen und Lehrer folgten der Einladung zum Symposium zur Bildungs- und Berufsberatung in Swifi Salzburg und informierten sich über den Talente-Check, der am 5. Oktober startet und von Land Salzburg, Landesschulrat und WKS getragen wird. Die WKS übernimmt auch die Investitionskosten. Wir investieren hier 3 Millionen Euro und wir wissen, dass dieses Geld hervorragend investiert ist. Ich glaube, wir haben mit dem Talente-Check Salzburg eine hervorragende Chance, ein Vorzeigeprojekt für ganz Salzburg zu errichten, aber das geht natürlich nur gemeinsam und vor allen Dingen auch gemeinsam mit Ihnen. Gemeint sind die Lehrerinnen und Lehrer, die die wichtigsten Partner bei der Umsetzung dieser in Österreich einzigartigen Einrichtung sind. Wir können das Projekt nicht stemmen ohne Hilfe auch von den Schulen, von der Basis, mithilfe von den Eltern. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. In diesem Sinn hat der Talente-Check natürlich auch eine bildungs- und gesellschaftspolitische Dimension, die nicht unterschätzt werden darf. Keine Gesellschaft kann es sich leisten, ungenützte Talente verloren gehen zu lassen. Es geht darum, Talente zu heben, zu fördern. Und dazu glaube ich, dass dieser Talente-Check geeignet ist, weil er einfach so durchdacht ist und weil so viel Kreativität, Ideen und so viel Wissen da hineingeflossen ist. Denn der Bedarf für eine umfassende Bildungs- und Berufsberatung ist in Österreich und auch in Salzburg durchaus gegeben, wie Bildungsexperte Thomas Meyer ausführte. Jobertraten bei uns in Österreich sind sehr, sehr hoch. Das hat wiederum damit zu tun, mit der Vielfalt auf der Sekundarstufe 2, dass es eben oft auch zu Anführungszeichen falschen, nicht optimalen Entscheidungen kommt, die dann korrigiert werden, indem man halt was anderes ausprobiert. Und das betrifft schon relativ viele junge Menschen in Österreich. Bezogen auf den gesamten Altersjahrgang, also tatsächlich jeweils bezogen auf den gesamten Altersjahrgang, haben wir in Österreich rund 40% der jungen Leute, die irgendwann irgendwie einen Bildungsgang, den sie begonnen haben, abbrechen. Mit dem Talente-Check sollen im Endausbau jährlich rund 6.000 Schüler eines Jahrgangs über ihre persönlichen Fähigkeiten und Chancen beraten werden. Auf rund 700 Quadratmetern entsteht derzeit im WIFI eine Berufsorientierungserlebniswelt mit Teststrecken und Beratungsräumen. Getestet werden in dem mehrstündigen Prüfungsverfahren unter anderem die Interessen, das Persönlichkeitsbild, Leistungsvermögen, die Intelligenz und das technische Verständnis der Jugendlichen. Unser Team hat gemeinsam mit Experten versucht, hier einen wirklich ganz, ganz komprimierten Test zusammenzustellen, wo möglichst viele Fähigkeiten getestet werden können. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Also der Test wird sicher eine große Aussagekraft haben, was die Jugendlichen können in den verschiedensten Bereichen. Zahlreiche Schulen haben sich übrigens bereits bei der Informationsveranstaltung für einen Termin angemeldet.